Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider A Very Bad Grunt. In der letzten Folge haben wir unten das Wasser heiß oder kalt gedreht und dann ist hier eine Frau aus der Dusche geflohen und dadurch kommen wir jetzt hier rein. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was diese Frau hier hinterlassen hat oder was man hier drin tun kann. Hier vorne war schon mal nichts, hier um die Ecke, da kam sie doch raus, oder? Da liegt doch was. Pistolen! Ja, geil! Wir haben endlich unsere Pistolen. Ja, die dürfen bei Tomb Raider natürlich nicht fehlen. Oh, ich liebe das, wenn man die Pistolen findet. Cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Sonst hätten wir die Pistolen hier liegen gelassen. Sehr, sehr gut. Das finde ich prima. Nee, dann können wir jetzt eigentlich mit gutem Gewissen in diesen Geheimgang gehen von den Hearts Angels, den wir im Keller gefunden haben unter der Treppe. Und mal gucken, wo uns der hinführt. Hier fehlt uns noch ein Schlüssel, beziehungsweise auf der Etage nicht, sondern auf der hier drunter fehlt uns ein Schlüssel. Und genau, haben noch so ein paar andere Dinge zu erledigen, auch im Heizraum, da fehlt noch was, bei dem Schalter zum Beispiel. Und hier drüben ist auch noch eine Tür, die wir noch nicht offen haben, also so ein paar Dinge gibt es hier im Gruppenhaus auf jeden Fall noch zu erledigen. Aber jetzt gucken wir erstmal in dem Geheimversteck, was wir hier drin finden. Dafür machen wir dann auch eine Fackel an, damit wir was sehen können. Spring mal hier runter. Hat wieder dieses interessante Schiebegeräusch aus Tomb Raider 3 gerade dabei. Und hier sehen wir gerade, ist doch schon mal was. Kann man das irgendwie einschießen da oben? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fehlt uns auch noch ein Laserzielgerät. Das haben wir noch nicht. Aha, hier liegt schon mal Revolvermunition. Das ist sehr gut. Können wir vorstellen, dass wir das in der Decke irgendwie einschießen müssen. Dafür fehlt uns aber noch ein Laserzielgerät. Wie gesagt. Jo. Da geht's irgendwie runter. Ist voll das dunkle Geheimversteck hier. Gucken wir mal, ob wir da irgendwo hinspringen können. Da sterben wir. Oder unten ist auch voll der Knatsch. Kann man sich hier runterlassen, lebend? Nee, da stirbt man. Und wenn wir jetzt ein Medipack nehmen, packt es dann? Nee, wir sterben. Da sollte man also schon mal nicht runter. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Können wir schon vorstellen, dass wir irgendwie hier rüber müssen. Machen wir uns aber nochmal eine Fackel für an. Aber das packt sie nicht, ne? Oder ist da drunter eine Hangelstrecke, die wir gerade... Da liegt aber doch... Ne, das ist nur Schlick und Schlamm und Dreck. Kann man hier irgendwo langhangeln, seitlich, sich so hochhangeln? Das finde ich gerade sehr fragwürdig. Es klingt irgendwie bald so, als würde das hier zusammenkrachen alles. Ist mir nicht so geheuer. Oder von der Seite an die Hangelstrecke kommen. Aber viel fehlt nicht, ne? Da müssen wir doch irgendwo runterspringen ins Wasser. Dass irgendwo eine Stelle ist, die tiefer ist. Als die anderen. Sehe ich aber jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass man da irgendwo sicher landen kann. Das wäre das Einzige, was ich mir so richtig vorstellen könnte. Aber das ist ein Stück zu hoch, dahin zu springen. Ich glaube, dass wir das jetzt hier noch nicht machen können. Da fehlt uns noch irgendwas. Deswegen würde ich sagen, drehen wir erstmal wieder rum und gucken, ob wir nicht doch noch irgendwas im Gruppenhaus machen können. Weil hier sehe ich jetzt gerade nichts, was man tun könnte. Aktuell. Also, gehen wir wieder zurück. Haben es schon mal gesehen.
Wissen wir, dass es da ist. Und ja. Hier ist was runtergefallen. Ne, das ist das, was wir. Ja, das ist der Boden, der eingebrochen ist. Von da sind wir gerade hergekommen. Okay. Dann gehen wir doch nochmal hoch. Gehen wir hier im dritten Anlauf nochmal runter und schauen, ob sich dann was getan hat. Aber es ist auch kein schönes Loch, wo ich mich gerne lange aufhalte. Das muss ich auch dazu sagen. So, hier können wir wieder hoch. Und gucken jetzt nochmal im Inventar. Was haben wir denn jetzt? Alles, was uns noch helfen könnte. Fackeln, Medipacks, also alles normale Sachen. Die weiße Farbe. No. Die weiße Farbe. Was kann man mit der machen? No. Das ist eine sehr gute No. Frage. No. Müssen wir damit draußen vielleicht auch irgendwas machen? Oder kann man doch hier irgendwo hinspringen? Oh Gott, das tut mir voll leid, wie Lara sich da krümmt vor Schmerz, wenn sie verbrennt. Also da tut sie mir wirklich leid. In den Kühlschrank springen? Da ist es schön kalt, Lara. Dann verbrennst du vielleicht nicht so. Komm, spring mal in den Kühlschrank. Auch da stirbt sie leider. Auch da müssen wir erst noch was anderes tun, das geht so noch nicht. Sein könnte, dass wir vielleicht was einschießen können. Hm, kann man die Säcke hier einschießen? Auch nicht. Sonst noch irgendwas übersehen hier drin? Das war noch fraglich. Mit dem Schalter hier, weil da fehlt irgendwie so ein Mittelstück. Ob das herbekommt, weiß ich auch nicht. Hier war es auf dem Tisch noch rum. Was man irgendwie mitnehmen könnte. Ja. Nee, das ist ein Laptop. Ich dachte gerade, das wäre ein großes Medipack, was wir übersehen haben. Aber das ist nur ein roter Laptop. Das ist echt cool, dieses Level. Es wirft zwar Fragen auf, aber es ist sehr, sehr cool. Und da, das hat uns aufmerksam gemacht, dass Lara da mal so runterguckt, dass da irgendwas sein muss. Und das macht mich auch stutzig, dass man hier nicht irgendwie nichts machen kann. So, schauen wir uns noch mal kurz um. Haben wir irgendwas übersehen? Hier drin waren wir schon. Da haben wir was gefunden. Durch den Vorhang kann man nicht springen. Hier sind Betten aufgestellt. Relativ unspektakulär. Haben wir das Revolver gefunden? Und sonst war ja wirklich nur noch hier hinten. Diese Tür, wo ich nicht weiß, was man damit machen muss. Die wird sich irgendwann öffnen. Und das hier. Ich habe gerade eine blöde Idee. Ich glaube, die ist sehr blöd. Aber bei Tomb Raider ist alles möglich. Deswegen probieren wir das jetzt mal. Was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Der Schlüssel fehlt uns auch noch übrigens. Oder hat die einen Schlüssel in der Hand? Nee, diesmal nicht. Weil dieses Waschbecken so rosa ist, aber nee, das liegt am Licht und das lag auch an der Fackel vor allem. Dachte ich, dass man das vielleicht mit der Wandfarbe weiß streichen muss, dass auch dieses Waschbecken weiß ist. Aber das ist Quatsch. Dämliche Idee. Ich gebe es zu. So, kann man hier oben noch was machen? Irgendwas mit der weißen Farbe. Das ist noch sowas, wo ich so denke, was hat es mit dieser Farbe auf sich? Da muss man doch irgendwas mitmachen können. Wenn jetzt schauen wir uns draußen nochmal um, ob uns da dann noch eine Idee kommt, irgendein Einfall, was es mit der Farbe noch auf sich haben könnte. Dachboden, kommen wir da rein? Nee, das ist nur aufgemalt. Und hier drin war wirklich nicht mehr, nur die Pistolen.
Aber Pistolen sind auch schon cool. Ich frag mich nur, wieso liegen die in der Dusche drin? Also wer lagert Pistolen in der Dusche, bitte? Das ist schon ein bisschen strange. Aua. Aua, Lara. Dieser Wecker hier, der geht mir auch langsam auf den Wecker. Den kann man aber nicht einschießen. Sonst war hier auch nichts. Ne, wir gehen noch mal raus aus dem Haus. Weil ich glaube, dass wir hier drin erstmal nicht weiterkommen. Ohne Schlüssel, ohne die Tür da unten. Und ohne diese Küche, die brennt. Ist, glaube ich, gerade nicht viel zu machen. Also, gehen wir nochmal raus. Laufen nochmal ums Haus rum. Und schauen, ob man da noch irgendwie was machen kann. Achso, das ist der falsche Weg. Wir müssen hier rüber. Oh, Lara hat sich so oft schon gestoßen. Der müsste eigentlich alles wehtun mittlerweile. Und die ist ja da echt hart im Nehmen. Da was mit der Wandfarbe machen muss. Weil das also runtergekommen ist. Was mir auch noch einfällt, ist gerade was anderes. Kommt man da überhaupt noch mal rein? Ja. Ich höre schon wieder die Eule lang fliegen. Die ist wahrscheinlich immer, wenn man das neue lädt oder rauskommt, fliegt die Eule erstmal lang. Hier kann man nichts mitnehmen. Ach, jetzt kommt man wieder rein. Das dachte ich mir schon. Also wenn man diese Platte betritt, ist das sozusagen der Wechsel nach drin. Gut zu wissen. Müssen wir vielleicht das mal weiß streichen. Wollen wir das in weiß haben? Ist ja auch Blödsinn, ne? Und ein Auto weiß streichen. Wir sind auf jeden Fall jetzt, glaube ich, schon im Tag fortgeschritten, oder? War die Sonne am Anfang schon da? Ich glaube nicht, oder? Hier stehen wir auch auf diesem Code drauf, der so mit Kreide dahin gemalt war, aber wir kommen ja nicht mehr in das Auto rein. Probier jetzt überall gerade was mit dieser Wandfarbe anzustellen. Aber da kommen wir wenigstens nochmal in den Genuss, uns diesen schönen Außenbereich ein bisschen anzuschauen. Den Hund anmalen. Komm, wir machen den Hund weiß. Das ist natürlich auch Schwachsinn. Der Grill ist an, der brennt. Hier ist auch nicht mehr viel zu erledigen hier draußen. Ne? Das haben wir eigentlich alles schon ziemlich gut abgefrühstückt. Oder ist hier unten noch irgendwas, was wir mit weißer Farbe machen müssen? Wüsste ich aber jetzt auch nicht was, ehrlich gesagt. Ich glaube, das können wir uns auch sparen, darunter zu laufen. Jetzt fallen wir erstmal wieder runter. Nee, sie bleibt sogar stehen. Wow. Hier ist wieder diese Gang, diese Tomb Raider-Treffen-Gang. Oder was das sein soll. Hier haben wir noch eine. Ach, eine Mülltonne. Eingeschossen. Dachte, ich könnte noch mal was helfen, aber... Hä? Da ist doch was. Irgendwas tut sie hier. Hier ist irgendwas. Kann man hier eine Decke öffnen? Ich bin gerade rausgeflogen übrigens, Windows-technisch. Nee. Und ich glaube, das liegt auch eher an der Tür, dass sie hier so Anstalten macht. Okay. Hätte ja sein können. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Zu tun. Hier liegt noch was. Ach, das ist aber so ein Streichholz. Das brauchen wir nicht. Oder müssen wir noch irgendwas drin anzünden? Auch noch eine Idee.
dass man mit der Fackel noch mal reingeht, wenn sie die überhaupt mitnimmt. Ist nämlich hier draußen, glaube ich, sonst nichts mehr zu machen. Sorry für diesen Rum-Ear-Part, aber das kommt bei einem Blind Let's Play halt ab und zu mal vor, dass man nicht immer direkt weiter weiß. Sind aber die letzten Folgen ja auch gut weitergekommen und ich werde mich jetzt hier auch nochmal umschauen und werde gucken, dass wir in der nächsten Folge dann definitiv weiterkommen. Ich zeige euch dann gleich, wo es weitergeht, wenn wir uns wiedersehen. Versuche aber jetzt doch erstmal diese Fackel mit reinzunehmen. Vielleicht kann man mit dem Feuer drin noch irgendwas anstellen. Das ist jetzt noch eine Idee. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Die hat sie mit reingenommen. Kann man hier was anzünden? Hier beim Heizraum, das ist doch immer so eine Sache. Dass man da jetzt hier, oder bei dieser Küche, wo es brennt, irgendwas anzündet. Kann man das machen? Oder wenn man es da reinwirft? Nee, ne? Da kann man nichts mit dem Feuer machen. Oder unten im Geheimgang. Mal die Fackel mitnehmen, da sieht man wenigstens was. Hier im Dunkeln, ne? Vielleicht kann man hier auch irgendwas anstecken. Oder dieses Zeugs hier unten. Das Klipperzeug. Vielleicht kann man das anzünden. Nein. Naja gut, wir töten uns jetzt erstmal. Aua. Und dann zeige ich euch in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann, ciao.